Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Karmesin. So, ich speichere nochmal, sicher ist sicher. Man weiß ja nie. Und dann will ich jetzt nochmal ein schönes Thumbnail machen. Weil ich finde, das sieht schon ganz geil aus. So. Dann gehen wir auf die Karte und gucken, wo ist der Schlund Eingang, wo ist der das Tor zur Zone 0, da hinten ist das Tor. Enton. Hier war ein Abkürz nehmen können. Und wird, ich zieh's knallhart durch. Solange wir die Story noch nicht komplett durch haben, werde ich laufen. Wir werden es auch schön in vollen Zügen genießen. Wir werden nur entweder auf Coradon reisen, beziehungsweise nicht einmal mit einem per Schnellreise. Dann ist hier lang. Geht da ein Weg lang? Ich will schon auf den Wegen lang gehen. Da wo wir überall schon lang gerannt sind, Leute. Und das Item ist ein Pokéball. Pokéball können wir immer gut machen. Doch dann das Item. Hier ist das Bärer. Da ist die Pokéliga. Müssen wir gleich einmal abbiegen. Ja. Der Weg führt nämlich hier unten da. Hat die Stadt echt keinen richtig angebundenen Weg?
Ist ich hoffe aber es halt bis zu Gen 10 sich nochmal alles komplett ändert mit dem System. Vielleicht wieder so extrem lange Routen, aber vielleicht alles deutlich noch ein bisschen kleiner gestalten. Kleiner, aber dafür auch deutlich einen deutlich höheren Detailgrad. Das stellen wir auch irgendwie echt cool vor. Bin halt, weil zwar dort eigentlich alles ein bisschen mehr detailliert ist. So ein bisschen wie es, glaube ich, zu Gen 7 war mit den Routen. Oder Gen 8 auch. Das sind das in einem kleinen Stück größer. Mit so ein paar Abzweigungen noch. Wo du noch so ein paar Abzweigungen hast, aber. Dann halt trotzdem eher wird aber nicht so extrem weitläufig und halt dass man die Trainer wieder verpflichtend macht. Dass du nicht einfach wieder mitten durch die Region rennen kannst und halt einfach Dings hast. Und eine vielleicht feste Story. Doch halt, dass man halt das Open World eher doch wieder zu einer Teil Open. War aber nicht mehr direkt. Naja, das ist eine Abstufung zwischen der normalen alten Routen und einer Teil Open World. Wo man auch wieder in die Häuser reingehen kann. Und ja, dass man halt wieder eine feste lineare Story hat. Und halt auch so schön mit so schönen langen Wegen. Weil ich lieb's halt einfach mitten hier. Das nennt man in diesem Display, wie schön es halt ist, wie man immer wieder die gesamte Region rennt. Okay, da kommen wir nicht hoch. Haben wir aber schon gedacht. Ein paar mit Fahrt nach unten. Dann geht's wieder ab durch die Wüste. Ah, okay, hier gibt's keinen offiziellen Weg. Ah, doch, da wäre ein offizieller Weg. Egal. Oh ne, ich kam ja ab. Aha, wie heißt, wenn wir die Story durch haben, geht das normale Let's Play weiter, indem wir nochmal alle Arena-Leiter durchmachen, also quasi machen. Wir werden nochmal jede einzelne, uns hier quasi jede einzelne Arena stellen. Das nehmen wir mal mit. Das Gear-Fan. Komm, Server 3. Ne. Ne, das wird auch noch mal ein Display geben und danach wird dann schätzungsweise auf irgendwelche Streams hinauslaufen in der Zukunft. Die dann vermutlich zumindest aktuell ist angedacht, dass wir dass die
Wo ist denn der offizielle lang, offizielle Weg lang? Kann die Pokémon wieder aufhören, direkt unmittelbar vor mir zu spawnen? Ja, wie ist auf jeden Fall, ist dann angedacht dafür, da halt das nebeneinander. Dass wir dann, dass wir das Ganze halt in Streams machen. Und dann halt die Streams vermutlich separat hochlade in einer separaten, Playlist. Und dann kommt nochmal später dasselbe mit Pokémon Purpur. Beziehungsweise wo ist ein offizieller Weg lang? Ah. Ne, wo ist ein offizieller Weg lang? Ah. Wir dürfen wieder hochgehen. Ach ne, ich will nicht in die Tower schwimmen. Als ob wir nicht fliegen können, what the heck. Okay, der Surfer. Digga! Dann müssen wir jetzt hier mal lang. Das nehmen wir mal. Dann let's go, weiter. Ja. So. Und weiter geht's durch die Paideia-Region. Ah! Oh, Mopex, Mopex haben wir schon. Warum können wir denn bitte mit keinem fucking Pokémon fliehen? Oh wow. Warum ist es fucking schneller als ein Pokémon Level 65? Alter, Astylo ist so schwach, dass er nicht mal Level 29er wegballern kann. Alter, mit dem die Mopex spawnen ja aber auch erst gefühlt seit die wir mit der Liga durch sind. Weil vorher habe ich ihn nicht gesehen, aber sonst hätte ich mir doch gar nichts gefangen. Fürs Team. Aber später hatten wir eben Dragoran. Wir müssen jetzt über die Brücke. Ja, wir müssen noch bis zur nächsten City.
durch die nächste City durch. Und dann an der, ich glaube, in der nächsten City müssen wir abbiegen. Das ist auch schon die nächste City. Ja. Lüft, lauf. So, und dann müssen wir, glaube ich, jetzt gleich irgendwo rechts abbiegen. Beziehungsweise in dem Fall, nee. Was hältst du? Nee, wir müssen geradeaus gehen. Ah, vorher will ich einen Abstecher am Focus und das nochmal einlegen. Guckt man rein können nochmal. So, ja. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmals offiziell diesen Weg hier hoch, meine ich. Ja, ich muss sagen, was halt auch extrem cool ist, halt, dass wir es halt nicht wieder so ein extrem kurzes Play haben, wie es teilweise bei Omega Rubin ist. Und deswegen habe ich auch, oder generell habe ich auch wegen so extrem kurzen Let's Plays auch angefangen halt, ja, so schön zu laufen. Oh, ein Batterie-Suit. Das war doch, viel laufen und so.